MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei der zweiten Folge vom zweiten Spiel in der zweiten Runde der Playoffs. Wir führen gegen die City Thunder und dürfen anfangen hier. Wir dürfen dieses Viertel eröffnen. Westbrook mit dem Foul. Und schade, Jrue Holiday. Ich hätte mir gewünscht, dass er den vielleicht irgendwie noch reinkriegt. Das wäre natürlich ein Auftakt nach Mars hier in diesem dritten Viertel gewesen, in dieser zweiten Halbzeit. Er macht beide Freiwürfe und so sind es 8 vorne. Aber die Thunder haben Ball. So, die Andre Jordan, der macht von da kein Aua. Das ist okay. Raus auf Westbrook, der kriegt den Block gestellt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, Bismack passt auf. Sehr gut. Gute Hände, Bismack Biyombo. Wichtig, dass er jetzt in der Defense auch ein bisschen ins Spiel findet. Das war noch nicht so viel. Assist pro Spiel. Russell Westbrook weit vorne. Guck mal hier, Schröder auf Platz 3 sogar. Finde ich gut. Oh, was haben wir jetzt? Durant. Punkte für KD. Ja, also bitte. Das war einfach mit Brett. Jrue Holiday auf Anthony Davis im Pick and Roll. Macht er. Ja, traut er sich jetzt auch was? Und wieder der Offensiv-Rebound. Ich werd bekloppt, ey. Jetzt aber. Nein! Ja. Boah, mit Bismack da zum Rebound zu gehen, ist irgendwie sehr träge. Da hätte ich mir Davis gewünscht. Ärgerlich. Apropos Davis. Das ist der Kollege. Ja. Ja, natürlich. Erste Foul, Serge Ibaka. Oh, hauen die sich? Nein. Ich dachte, jetzt gibt es hier Riesenprügelei oder so. Aber Ibaka ist doch eigentlich gar nicht der Typ dafür. Davis glaube ich auch nicht. 47-38. Schönes 3-Punkte-Spiel für Anthony Davis. Und da freuen sie sich. Natürlich. Biyombo und Davis. Davis allerdings sehr ruhig, sehr bedacht. 9 vor. Wir halten den Vorsprung, beziehungsweise haben ihn jetzt um einen ausgebaut. Es bleibt spannend, Freunde. Das ist nicht hilfreich. Das ist nicht hilfreich von Jrue Holiday, wenn er Russell Westbrook jedes Mal so ziehen lässt. Natürlich, Westbrook ist keine Kirmesveranstaltung, kein Jahrmarktschreier, aber... Ah, Kyrie lässt sich wegblocken. Das ist ein Foul. Kick-out auf Holiday. Ja, sehr wichtig. Second Chance Points. Haben wir jetzt mal richtig Glück, dass der Ball jedes Mal wieder zu uns zurückkommt. Oh, Offensiv-Foul. Wenn er sich fallen lässt, hat das Ding eine Chance. Na, da ist ein Backer. Naja, das ist meiner. Das ist meiner. Aber ich muss ja irgendwie mal in die Mitte, ne? Das ist ja das Schwere, ne? Du guckst, dass du in der Mitte irgendwie helfen kannst, falls Westbrook zieht, falls Durant zieht und... Das ist ein Problem. Ja. Oh, der Andre Jordan. Ja, kommt, ihr Feiglinge, komm. Vergiss es. Oh. Kevin Durant. Ja, das ist Qualität, Freunde. Das ist Athletik pur, ja. Obwohl da wirklich richtig was los war, haut der das Ding rein. Ibaka gegen Davis.
Kein Foul. Kein Foul. Aber ich glaube, der Ball ging von Ibakas Hand an den Korb, an die Korbanlage. Jaylen Brown macht ihn nicht, aber da ist Davis. Zweite Foul Ibaka. Das wird jetzt ein Duell. Ibaka gegen Anthony Davis. Ibaka verteidigt das richtig stark gerade. Da müssen wir gucken, wie wir da klarkommen. Noch haben wir einen gewissen Punktevorsprung, aber das wird hier noch höllisch heiß. Also ich würde jetzt nicht abschalten an eurer Stelle. Kevin Durant. Ne. Oh, der Dish Pass. Ganz stark von KD. Und wichtig, ich glaube nicht, dass das Punkte gewesen geworden wären, wenn er das da selber versucht hätte. So. Holiday. Hinten drauf. Scheiß Wurftiming. Ne. Wieder der Offensiv-Rebound. Ich werde bekloppt hier noch, ey. Was haben wir denn? Ich sehe gar nichts. Unten, Gordon. Zieht das Foul, zieht das Foul. Oh! Ein Foul war es nicht. Leider erheblich zu wenig Einsatz von... Ja, das ist ein Foul. Von Ibaka, und da hätte ich aber wirklich drauf gewettet, dass Davis das Ding reinmacht. Oh Mann. Nee. Oh, Freunde. Freunde, Freunde. Das ist doch jetzt ein Mismatch. Ja, da ist der Foul. Und der Punkt. Adams mit dem Foul. Anthony Davis. Ganz wichtige drei Punkte von unserem Power Forward. 54-49. Kanane ist irgendwie nicht am Mann. Schade. So, Block für Durant. Aber das ist bisher gut verteidigt. Und jetzt den Rebound holen. Jawohl. Schnell oder langsam? Das ist jetzt die Frage. Wir machen schnell, denn da ist Terrence Ross. Nein, jetzt läuft er nach vorne. Warum tust du das? Warum tut Kanane das? Er soll einfach nur anspielbar sein. Aber er bewegt sich in dem Moment, wo ich passe, nach vorne. Und keiner weiß, warum. Oh Mann, ist das bitter. Da reißen sich unsere Jungs hier den Arsch auf, um den Offensiv-Rebound zu holen. Und Kanane vergisst, dass er Point Guard ist. Denkt, ich muss jetzt in den Trailer laufen. Nein, Mann. Musst du nicht. Schön gespielt. Jawoll. Ganz stark. Aber über so Szenen regt man sich halt auf. Gehören aber dazu. Gehören natürlich dazu. Man kann ihn nicht perfekt spielen. Aber warum er das tut, erschließt sich mir leider nicht. McGarry. Rivers. Achtung. Rivers. Rivers. Und das ist ein Rebound. Und jetzt geht er ab, der Peter. Jetzt geht er ab. Und Brown. Jabari Brown. Nicht hilfreich, mein Freund. Ah, Kevin Durant. 3-4. Jabari Brown. Das nervt natürlich unfassbar. So. Jetzt wieder ruhig hier. Was ist denn hier? Was ist denn mit Davis? Ja klar, ja klar. Schöner Pass. Glück gehabt, dass er durchkommt, aber genau richtig. Und dann steht er, ne? Mit freier Bahn zum Korb. Und das lässt er sich nicht nehmen. Wichtig, wichtig, Anthony Davis. Durant nicht schießen lassen. Oh. Ja, ja, ja. Wieder in der Mitte den Passweg freigelassen. Ich weiß nicht, ob er reingegangen wäre, aller Wahrscheinlichkeit nach schon.
Jetzt haben wir ein Problem, denn Davis ist nicht mehr da. Aber Terrence Ross. Ach, die Zeitlupe hätte ich gerne gesehen. Ich habe ja letztens schon oder irgendwann mal in den Folgen davor gesagt, woran das liegt. Ach komm, ey, holt doch einmal einen Defensiv-Rebound, wenn ich nicht einen Big Guy habe. Einmal nur. Also das kotzt mich ein bisschen an hier. Die Verteidigung unterm eigenen Korb, wenn ich den Power Forward nicht habe. Oder den Center. Wenn die Big Guys auf sich gestellt sind, passiert da leider echt nicht viel. Wie steht's denn überhaupt? 3-4 und die Thunder haben Ball. Also, es entwickelte sich wirklich zu dieser Art Spiel, die ich auf keinen Fall haben wollte. Aber wir müssen cool bleiben, Freunde. Wir müssen cool bleiben. Wir müssen hier weiter am Ball bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und oben aufpassen. Durant dicht machen. Ganz wichtig. Und Jalen macht das jetzt auch. Jalen macht Durant dicht. Das ist einfach, aber er macht ihn nicht. Das ist Fuß. Ich sehe da ein Fußspiel, aber gut. Resultat ist ja das gleiche. So, was haben wir jetzt? Ach, das ist Biombo. Komm, Drew. Biombo! Schlecht. Richtig schlecht von Bismack Biombo. Ach, und da ist Westbrook für 3. Der Ausgleich. Eieieiei. Heute merkt man Holiday kalt, weil er nichts reinmacht. Bismack zu schlecht, leider Gottes. Eric Gordon springt jetzt gerade in die Bresche. Führung. Wir brauchen Anthony Davis, Freunde. Und zwar eiligst. Das könnte doch ein Rebound werden. Yo. Ja, Biombo ist der falsche Anspielpartner jetzt hier gerade. Aber Eric Gordon ist der Richtige. Nein! Was für eine schöne Aktion. Macht er alles richtig. Macht er alles richtig. Und dann verlegt er so ein Oschi-Ding. Das muss doch nicht sein, Freunde. Jefferson gegen Durant. Ich glaube, das ist auch nicht die richtige Wahl. Oh, da bleibt der Ball bei Kevin Durant. Ah, Rebound, nein. Führung Oklahoma. Da feiert er, der Russell Westbrook. Ja, hat er gut gemacht. Ärgert uns, aber was willst du machen? Der ist gerade nicht gut genug hier. Da ist nicht genug Qualität auf dem Feld. Man merkt es dann doch. Jabari Brown. Russell Westbrook. Ne, da habe ich nicht hingepasst. Aber ist ja egal. Irgendwas müssen wir jetzt uns einfallen lassen, oder? Ach, ey. Nee, das endet jetzt gerade gar nicht gut. Die Thunder verteidigen gut. Und sie müssen ja auch nur eine Handvoll Leute verteidigen. Weil Holiday zum Beispiel kannst du schon mal außer Acht lassen. Der reißt heute nichts mehr. Ja, warum ziehst du denn nicht nach vorne? Ja, verstehe ich nicht. Ja. Das war stark. Schöner Lob-Pass in den Lauf von Anthony Davis. Das ist der Einzige, der hier wirklich heute was auf der Kette kriegt. Negativ. So. Und das meine ich ja. So muss ich verteidigen, denn sonst haben wir keine Schnitte. Jalen Brown. Führung zurückerobert. Also jetzt schon ein richtig gutes Spiel hier. Och, Mann. Wie kommt der denn da durch die Lücke durch? Da muss man dicht machen. Holiday,
Ach, das Biombo. Leck mich doch. Warum? Warum steht Bismack Biombo da? Warum? Stoppen. Jawoll. Warum kein Dreierschütze? Oh, oh. Ja, ich hab's versaut. Ist gut, ich weiß. Aber das ist ein Dreierschütze. Drew Holiday. Oder war das nur für zwei? Bin mir jetzt nicht sicher. Wir führen nur mit einem. Oh, Alter. Willst du mich verarschen? Biombo! Warum zieht der da? Warum macht der den Schritt da nach vorne? Er soll doch einfach nur den Weg zum Korb zu machen. Biombo ist keine Hilfe, Freunde. Biombo ist heute hier keine tolle Hilfe. Holiday. Gordon. Okay, komm, Spielzug. Block von Biombo und Gordon zieht durch. Der Andre Jordan mit dem Foul. Gordon macht die Punkte. Heiß, Freunde. Ah, der pustet da durch. Derrick Gordon. Na klar. Immer wieder ja von Verletzungen gebeutelt. Aber hier, heute, auf dem Punkt. Anspielbar, fit. Athletisch. Und er macht wichtige Punkte. 71-69, 2 Minuten 40. Wir gehen in die heiße Phase, Freunde. Wir gehen in die richtig heiße Phase. Und den macht er nicht. Ich hab's geahnt. Und wir müssen uns Zeit lassen. Wir dürfen jetzt hier nicht overpacen. Brown, das ist ein Mismatch. Ach, Brown, Entschuldigung. Das ist unser Brown. Aber den haben wir. Den haben wir mit einem ganz starken Offensiv-Rebound. Davis, jetzt macht er eine lang! Jetzt macht er eine lang, Freunde! DeAndre Jordan, da hat er das ganz klare Nachsehen. Woo! 4 vor, wichtig. Timeout, Oklahoma. Na, das läuft doch hier, Jungs. Und Mädels. Bumm und bumm. So. Krieg ich das noch hin? Ihr schaut euch Chili an, ne? Okay. Alles vorbereitet. Oh, so. Tut aber auch mal gut über Davis spielen. Ja. In der Tat. Wirklich eine gute Idee. Nee. Stolen! Wisst ihr was? Wisst ihr, über wen wir spielen? Wir spielen über Eric Gordon! Fast Break Punkte! Super Defense! Eiskalt vorne abgeschlossen und jetzt sind es 6 hier in Oklahoma. Die nächste Timeout, ja. Jetzt gucken sie doof. Das Ding ist noch nicht durch. Da bin ich also bei 1,57, bin ich weit davon entfernt zu sagen, hey, 6 vor, das Teil schieben wir jetzt eisern nach Hause. Nee, das auf keinen Fall. Aber das ist ja schon mal eine Ansage hier. Und die haben wir getätigt. Wir sagen hier ganz klar, bis hierhin und nicht weiter. 6 vor, ihr seid am Zug. Westbrook. Russell Westbrook. Oh, das ist mein Fehler. Ja. Dann kriege ich nicht geswitcht. Und ach, hier wird's richtig wild, Freunde. 4 vor. Und langsam. Wir spielen mit der Uhr. Wir liegen vorne. Wir laufen den Spielzug. Kriegen wir noch einen Block gestellt hier? Ja, gib mir nochmal. Okay. Über Gordon im Post. Über Gordon im Post. Eric Gordon. Holy moly. Der macht es heute. Wichtig, wichtig. Und schaut in das Gesicht von Eric Gordon. Diese Power, dieser Wille. Was? Jetzt bin ich sicher, das Ding ist durch. Denn mit diesem Eric Gordon hier in dieser Form können wir heute nicht verlieren. Und das ist auch eigentlich die einzige Schwachstelle. Ne? Shooting Guard bei den Oklahoma City Thunder.
Über den kann es gehen, ne? Oder gegen den, ne? Sagen wir es mal lieber gegen den. Ja, das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Da ist der Rebound ins Glück, Freunde. 6 vor. Und die Uhr tickt. Die Uhr tickt zu unseren Gunsten. 1:09 noch zu spielen. Und Drew ist jetzt nicht die richtige Anschlussstation. Das können wir knicken. Aber hier unten. Hier unten. Oh, weit draußen. Warum gehst du denn so weit? Davis hat die Pille. Werfen? Nein, wir werfen nicht. Wir lassen die Uhr noch ein bisschen runterspielen. Ein wichtiger Offensiv-Rebound. Und das hier könnte jetzt der Sargnagel sein. Nein! Gerade Eric Gordon verschießt dieses Ding. Hätte ich mir Zeit lassen müssen? Ja, hätte ich. Durant will Abschluss, aber er macht das Teil. Kevin Durant für 3. Das, was unser Eric Gordon nicht geschafft hat, macht Durant. Er bringt sein Team wieder näher dran. So, Drew Holiday, der hat jetzt die Ruhe weg. 3 vor, das ist nicht die Welt, aber wir haben den Ball. 14 Sekunden zu spielen. Natürlich geht es jetzt über Davis. Drew Holiday, der hat sich heute nicht als zuversichtlich bewiesen, aber hier macht er das Teil. Wichtig! It's over! Oder? Oder geht es hier nochmal für die Thunder mit einem Dreier, Foul, Dreier, Foul? Ne? Ihr kennt das, das alte Spiel. Es sind nur in Anführungszeichen 6, 17,5 Sekunden. Das ist noch alles machbar. Also haben wir alles schon erlebt. Ah, das ist der Andre Jordan. Da müssen wir, ja. Schrittfehler der Andre Jordan. Ganz klares Foul. Das war ein ganz klares Foul. Ist das Thema jetzt durch? Werden sie faulen? Ja, ne? Oder? Bei 6 vor 10 Sekunden. Da sollten sie eigentlich faulen. Deshalb bewegen wir uns jetzt mal so ein bisschen. Dann nehmen wir ein bisschen Zeit noch runter. Und, ach, guck mal, die sind noch niemals über die Team-Foul-Grenze. Das ist ja noch erfreulicher. So. Und dann gehen wir nochmal hoch. Und dann kommt Westbrook mit dem 3. Und dennoch haben wir 2 Sekündchen nur so von der Uhr genommen. Und Drew Holiday gerade mit den wichtigen Punkten. Ich weiß nicht mal, ob es ein Dreier war. Eigentlich war das der Plan. Oh, oh, verwirft einen. Haben sie keine Timeout mehr? Die haben keine Timeout mehr. Okay. Ja, das bringt denen jetzt nichts. Da müssen sie hin. Aber das war ja richtig chaotisch. Und so endet dieses Wahnsinnsspiel. Also ich hatte richtig Spaß. Ein bisschen zu viel Emotionen teilweise dabei. Aber ich kann es ja nicht ändern. Spiel 2 geht an die Rainmakers. Heißt, wir simulieren, ne? Die Regel lautet, glaube ich, wenn es kein Entscheidungsspiel ist und wir nicht zurückliegen, wird simuliert. Ja. Puh. Ja, Davis. Playoffs gehen. Oder Gordon. Eric Gordon hätte es auch verdient. Ich bin gespannt. Ah, Anthony Davis. 24 Punkte, 1 Assist, 13 Rebounds. Bam. Baminator. Und dieser Block, der sehr hübsch war. Also, über einen Shooting Guard kann es gehen. Power Forward und Shooting Guard. Das sind so die Problemzonen. Ibaka ist jetzt ein starker Power Forward. Aber gegen Davis sollten wir da doch noch so den einen oder anderen Vorteilspunkt haben, sage ich mal. Und ansonsten, Eric Gordon, Geilomat, Alter. Hat mir gefallen. Oh, Freunde, das wird eine interessante Serie. Werden wir bestehen? Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach definitiv noch eine Aufnahme gegen die Thunder erleben. So leid es mir tut, da kann ich euch nicht von freisprechen. Vor allem sagen jetzt wieder einige, wieso, spiel doch, macht die Highlights. Nö, nee, ihr seid entweder ganz oder gar nicht. So, was haben wir jetzt? Ich habe es nicht sehen können. Führung oder liegen wir zurück? Auf jeden Fall gibt es irgendwie wieder... Hesonja ist zurück. Ja, wunderbarstens. Mario Hesonja. Wo wir beim Thema Shooting Guard sind, nicht wahr? Mario ist natürlich einer, den wir durchaus bringen können. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Landry und Jefferson. Ah, Landry war... Hat mich enttäuscht. Landry geht raus. So. Na, Spades war ja noch beschissener eigentlich, oder? Egal, machen wir mal so und so. Dann sieht das auch besser aus. Jabari Brown, genau, der kriegt nämlich gar nichts. Der hat mich richtig enttäuscht. Egal. Nein, halt. Nein, ich bin noch nicht fertig. Mario Hesonja kriegt natürlich die Minuten, die vorher Dings bekommen hat. So, jetzt wartet mal. Spades 12 Minuten, nur von mir aus.
Nö, gib mir mal nur 10 Minuten und mach mal hier Emeka noch ein paar Minuten mehr. Komm, bisschen noch fairer angleichen. So, und sind alle glücklich. Jefferson. Jefferson. Ach so, das ist ein PF. Ja, klar. So. Herr Sonja hat 14 Minuten. Der kann aber mehr haben, oder? Eric Gordon macht ein bisschen weniger und Herr Sonja kommt nochmal für 20 Minuten. Das finde ich gut. Also ich werde jetzt hier nicht auf Biegen und Brechen. Ah, der braucht gar nichts mehr hier. Eric die Minuten wegnehmen. Also ein paar weniger hat er, ja. Aber, ach, der scheiß Bates, der kann mich mal. Wir liegen zurück, ja. Wir liegen zurück, heißt im Klartext, wir sehen uns leider Gottes zum nächsten Spiel wieder. Wenn es heißt, Let's Play NBA 2K16 MyGM-Modus im Spiel gegen die Thunder. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Könnte schon richtig übel werden, wenn wir das verlieren. Endgültig ist es dann nicht vorbei, aber dann steht es 3-1 und dann wird es hart. Dann wird es richtig hart. Also ich denke, ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, ich hoffe, wir schaffen den Ausgleich. Dann wird simuliert. Dann liegen die vorne und dann müssen wir, unter Umständen spielen wir noch drei Spiele gegen die Thunder. Freut euch. In dem Sinne, tschüss!